Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. Erfolg vom ZSC. Vor 8.424 Zuschauern schlägt der Ambri Piotta mit 5:1. Der ZSC anfänglich etwas nervös. Niederlage von gestern in Freiburg, wo man in den letzten 2 Minuten noch 2 Goale bekommen hat, hat Nachwirkung gehabt. Aber in der 10. Minute sind sie in Führung gegangen. Luca Gunti in Überzahl, schießt 1:0. Ambri gibt nicht auf, hält gut mit und in der 19. Minute der Ausgleich durch den Inti Pestoni. Steigerung vom ZSC im Mitteldrittel. Innerhalb 10 Minuten vom 1:1 zum 4:1. Chris Baltisberger, Patrick Gehring und Luca Gunti zum zweiten Mal sind Torschützer gewesen. Bei Ambri flattern Nerven. Zu viele Strafen, da allerdings der ZSC kann sie nicht umsetzen und zeigt jetzt einfach ein bisschen im letzten Drittel. Tolles Eishockey, parade Angriff ohne Erfolg. Bis zur vorletzten Minute, da macht der Roman Wick mit dem 5:1 alles klar. Die Schmach von gestern ist tilgt. Nochmal das Resultat, weil es so schön ist. ZSC 5, Ambri Piotta 1. Luca Gunti, was für ein Unterschied zu gestern. Da hat man eine Führung in den letzten 2 Minuten noch verpasst und ist mit einer bitteren Niederlage heimgefahren. Man hat heute das Gefühl gehabt, diesen Schaden haben wir heute wieder gut machen. Ja klar, und ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass wir gestern schlechter gewesen sind als Freiburg. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind besser gewesen, aber wir sind nicht belohnt worden. Wieder mal in Freiburg, aber heute sind wir sicher auch die beste Mannschaft gewesen und dann verdient gewonnen. Man hat den Eindruck gehabt, heute die ersten Minuten noch gewisse Nervosität in eurem Spiel. Nein, ich glaube, nervös sind wir amigs nicht. Ich meine, es ist ja ein Vielspiel, aber ja, am Anfang sind wir sicher einfach, wir sind nicht gut gestartet. So kann man sagen, wir sind schlecht vorbereitet und das darf uns nicht passieren. Zum Glück ist wir sind noch mal ausbügeln und ja, das nächste Mal sicher besser starten. Das 1:0 ist dann gekommen durch Luca Gunti und nachher noch das 1:1 im ersten Drittel, da hat man gedacht, der Match könnte hart werden. Dann im Mitteldrittel ist es herrlich gelaufen. 4:1 und das war die Entscheidung. Ja, sie haben dann, ich habe das Gefühl, das erste Drittel haben sie sehr gut gespielt und danach ist langsam ein bisschen die Luft aus binnen und wir haben das ein bisschen das Glück auf unsere Seite bringen und so ist schwierig halt. Wir sind Heimmannschaft, wir haben ein super Publikum und ja, wir den Match heimbringen. Im letzten Drittel dann ist nicht mehr allzu viel passiert. Der ZSC hat ein bisschen Parade-Hockey gespielt, gut zur Unterhaltung der Zuschauer. Und dann hat man sich gesagt, nein, so nicht. Einen müssen wir doch noch machen. Und der ist auch noch gekommen. Ja, sicher. Ich meine, wir spielen ja nicht unbedingt. Wir spielen immer so, wie wir spielen. Wir dürfen es nicht verändern. Wir jetzt voraus sind oder hinten drin. Und wir haben einfach weiter powered und so haben wir Goal noch gemacht. Und es ist sicher wichtig gewesen. Patrick Gehring, 4 Goal hat der Paradensturm geschossen. Da hast du dir gesagt, nein, ein Verteidiger kann es auch. Und es ist dir gelungen. Ja, heute ist es mir reingekommen. Es ist glücklich gegangen, aber eben, wie gesagt, die anderen haben 4 Goal gemacht. Und schlussendlich spielt es gar keinen Ruckel, wer die Goal macht. Hauptsache mal 5 gemacht und sind nur 1 und darum haben wir 3 Punkte holen. Was war der Unterschied zum Spiel von gestern? Schwächere Gegner gehabt? Oder war gestern einfach Freiburg besser gewesen? Oder der ZSC nicht ganz auf die Tour gekommen? Nein, wir haben gewusst, dass wir eine Reaktion zeigen von gestern. Gestern wirklich blöd gelaufen, am Schluss noch dumm verloren. Und darum haben wir gewusst, jetzt vor dem heimischen Publikum müssen wir einfach eine Reaktion zeigen. Und das ist gelungen. Ich glaube, sie haben gut Hockey gespielt, aber schlussendlich haben wir halt das eigentlich mehr wollen. Und es ist gut, dass es jetzt gegangen ist. Offenbar hat Freiburg das nicht so gut verdaut, den Sieg. Die sind nicht gewaltig eingegangen. Aber das kann ja euch nicht gross interessieren. Ja genau, also ich denke, wir müssen auf uns schauen und ja, jetzt haben wir 6 Punkte, um zu schauen, dass wir weitermachen und ja, es wird ein strenges Programm warten auf uns und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir weitermachen.